Danke vielmals für Ihre Zeit, Van Erf. Ich melde mich nochmal binnen. Adieu, Van Erf, schönen Tag. Bist du gerade im Bewerbungsprozess und möchtest eine Firma anrufen, dann ist das Video genau das Richtige für dich. In meinen 13 Jahren bei justi.ch habe ich schon tausende von Berufsbildnern und Berufsbildnern anrufen. Und meine Tipps gebe ich dir jetzt gerne weiter. Vorbereitung ist das Wichtigste. Schreib dir auf, wer möchtest du erreichen, welche Firma läutest du an und welche Fragen möchtest du stellen. Nimm dir einen Stift mit und Blatt Papier, damit du dir alles aufschreiben kannst. Und denk dran, beim Verabschieden immer den Namen sagen, wie ich vorher bei der Van Erf. Wo genau ist es am besten zum Telefonieren? Such dir einen ruhigen Ort, wo du nicht abgelenkt werden kannst und guten Empfang hast. Nimm dir auch Zeit, dass du nicht in einer Stresssituation bist und in 5 Minuten weitergehen musst. Ich weiss, es braucht Mut, um selber anzuhören. Aber trau dich, denn es hilft dir, einen guten ersten Eindruck hinterlassen und es hilft dir bei deiner zukünftigen Lehrstelle. Wie sollst du am Telefon reden? Rede mit Selbstvertrauen, deutlich und langsam. Und 2 kleine Tipps. Lächeln während dem Telefonieren. Das hört man in deiner Stimme und du wirkst freundlicher. Und steh auf während dem Reden, denn es ist klarer und du hast mehr Volumen in deiner Stimme. Und denk dran, wenn jemand dir anruft, nimm immer ab mit deinem Vornamen und Nachnamen. Das heisst, sie wissen gerade, wem sie anruft. Wenn dir das Video gefallen hat, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Schreib mir in die Comments, welche Themen dich auch noch interessieren würden. Und viel Erfolg beim Bewerben. Ups, sorry, Michael Jakobsen. Ja, okay.